Heute beginnen wir unsere fünftägige Kanutour auf der Altmühl. Die Altmühl entspringt auf der Frankenhöhe, etwa 12 Kilometer östlich von Rothenburg ob der Tauber, und durchfließt anschließend die Fränkische Alb. Ihr Unterlauf ist im Rhein-Main-Donau-Kanal aufgegangen, der später bei Kelheim in die Donau mündet. Berühmt ist die Altmühl als Wanderfluss für Kajaks und Kanus. Ihre Befahrung ist auch für Familien geeignet. Die erste Etappe unserer Paddeltour führt uns von Treuchtlingen über 16 Kilometer nach Sollenhofen. Die Strecke windet sich bei guter Strömung durch offenes Gelände, das nach 7 Kilometern langsam etwas hügeliger wird. Stockenten werden auf der Fahrt unsere steten Begleiter sein. Schon aus der Ferne erkennt man die Burg oberhalb der Stadt Pappenheim. In Pappenheim angekommen, muss ein Wehr umtragen werden. Das Wehr gehört zum 1880 erbauten Elektrizitätswerk der Stadt. Die Siedlung Pappenheim wurde in der Zeit um 750 gegründet. Ab dem 13. Jahrhundert wurde Pappenheim als Residenzstadt regionaler Mittelpunkt und erhielt viele Privilegien wie die hohe Gerichtsbarkeit, den Anspruch auf Judensteuer und das Asylrecht. Im Dreißigjährigen Krieg wurde Pappenheim von den Schweden eingenommen und schwer beschädigt. Das obere Tor ist das letzte erhaltene Stadttor Pappenheims. Der Torturm stammt aus dem späten 14. Jahrhundert. Majestätisch thront die Stauffersche Burganlage über der Stadt. Sie wurde auf einem Bergsporn in einer Altmühlschlinge gebaut und im Jahr 1175 fertiggestellt. Das Geschlecht der Kalantine erhielt die Burg zunächst als Lehen, später als dauerhaften Besitz. Als Reichsministerialiengeschlecht nahmen sie 8 Jahrhunderte lang weitreichende, gehobene Verwaltungsaufgaben am Kaiserhof wahr. Im Burggemäuer wohnen Falken. Nach der Besichtigung der Stadt Pappenheim setzen wir das Boot wieder ein. Die Enten am Ufer lassen sich dabei nicht von uns stören. Nach Pappenheim geht es die nächsten 4 Kilometer bis zum Wehr in Zimmern gemütlich weiter. Dabei sehen wir viele Graureiher. Graureiher sind bei uns die häufigste Reiherart. Bei der Jagd steht der Vogel meist still am Wasserrand, um dann blitzschnell nach einem Fisch zuzustoßen. Hin und wieder kreuzt ein Blässhuhn unseren Weg. Nach dem Wehr in Zimmern erreicht man nach weiteren 4 Kilometern die Stadt Sollenhofen. Hier liegt auf einer Altmühlinsel das Outdoor-Zentrum Aktivmühle. Berühmtestes Bauwerk von Sollenhofen ist die Sola Basilika, deren Fundament schon vor dem Jahr 750 gelegt wurde. Damals wurde der Missionar Sola aus Südengland entsandt, um südlich der Donau als Missionar tätig zu werden. So zog er nach Husen, dem heutigen Sollenhofen, das nach ihm benannt ist. Was wir heute sehen, sind die Überreste einer dreischiffigen karolingischen Basilika aus dem frühen 11. Jahrhundert. Die Kapitelle sind äußerst qualitätsvoll gestaltet. Da im 18. Jahrhundert vermehrt Bauschäden an der Basilika auftraten, wurde sie abgetragen, um Platz für einen Kirchenneubau zu erhalten. Dieser Neubau ist die evangelisch-lutherische Pfarrkirche St. Veit. Sie wurde im Markgrafenstil erbaut, weshalb sich Kanzel und Orgel über dem Altar befinden. Berühmt ist Sollenhofen durch seine Fossilien aus dem etwa 150 Millionen Jahre alten Oberjura, die in zahlreichen Steinbrüchen ans Tageslicht kamen. Bedeutsame Funde werden im Bürgermeister-Müller-Museum ausgestellt. Gezeigt werden die Überreste der in eine Lagune eingespülten Landlebewesen, wie Flugsaurier, verschiedene Schildkröten und über 180 Insektenarten. Aber auch Fische wurden im Sollenhofer Plattenkalk konserviert.
Die für die Evolutionsbiologie bedeutsamsten Funde sind aber die bislang 12 Exemplare des Urvogels Archaeopteryx, von denen 4 Originale im Museum ausgestellt sind. Dass wir heute die Funde aus dem Solnhofener Plattenkalk bewundern können, verdanken wir dem 1771 in Prag geborenen Alois Senefelder. Er hatte herausgefunden, dass dieser Kalkstein besonders gut geeignet ist, um Bilder oder Schriften zu drucken. Die Lithografieabteilung im oberen Stock des Bürgermeister-Müller-Museums erklärt das Druckverfahren mit Hilfe der Solnhofener Platten. Morgens ist es zwar kalt, aber zaghaft kommt die Sonne hervor. Die heutige Etappe führt uns über 13 Kilometer von Solnhofen nach Dollenstein. Dabei fahren wir an der schönsten Feldformation des Altmühltals vorbei, die den Namen die 12 Apostel trägt. Diese Felsformation aus dolomitischem Schwammkalk bildet über dem Altmühlufer eine Reihe von Türmen, die nach der Erosion des weicheren Malmgesteins am Rande des Jurameeres stehen geblieben sind. Heute sehen wir einen Halbrund aus graugelben Felsen, zwischen denen sich lichte Wacholder-Kiefernwälder erstrecken. Enten sind die mit Abstand häufigsten Wasservögel auf der Altmühl. Rund alle 100 Meter lebt ein Paar am Fluss. Die beiden Wehre Hammermühle und Hagenacker gelten als die sportlichen Höhepunkte der Tour. Sie müssen nicht unbedingt umtragen werden, sondern können über die Bootsrutschen passiert werden. Das Gepäck sollte allerdings vorher ausgeladen werden, weil es sonst zu nass wird. Hinter den Bootsrutschen muss das Boot an Land gezogen werden, um das Wasser auszuleeren. Neben den 12 Aposteln gibt es auf der Etappe nach Dollenstein immer wieder steile, bis an die 60 Meter hohe Felsen, an denen sich Kletterer in einer der Routen üben. Bei einigen Enten sind die Jungen bereits geschlüpft. Die Mutterente bettelt ganz ungeniert am Boot um Nahrung. Nach der Ankunft in Dollenstein steht eine Stadtbesichtigung an. Die Ersterwähnung Dollensteins findet man in einer Schenkungsurkunde Heinrichs II. Aus dem Jahr 1007. 1387 bekam Dollenstein das Marktrecht. Der alte Ortsteil zeigt noch heute die mittelalterliche Struktur aus dem 12. bis 14. Jahrhundert und verfügt über etliche Einzeldenkmäler, wie zum Beispiel das Amtsknechtshaus. Die heutige Pfarrkirche Peter und Paul entstand in mehreren Bauphasen zwischen dem 11. und 18. Jahrhundert. Im Innern sind gotische Wandfresken aus dem 14. Jahrhundert erhalten. Die im 14. Jahrhundert erbaute Stadtmauer mit dem dominanten Petersturm umschließt noch weite Teile der Stadt. Ein großes Kreuz schmückt die Brücke über die Altmühl. Auf dem Campingplatz in Dollenstein besuchen uns Enten und eine Wacholderdrossel. Die dritte Etappe führt uns über 17 Kilometer von Dollenstein nach Eichstätt. Hinter Dollenstein wird das Tal sehr breit, denn hier beginnt der Abschnitt, der früher das Urdonautal bildete. Spannend wird die Befahrung der Altmühl durch die zahlreichen Wehranlagen,
die ab dem Jahr 1910 zur Regulierung des Wasserstandes errichtet wurden. Die meisten Wehre wurden durch die 1825 gegründete Firma Voith aus Heidenheim gebaut. Vor dem Wehr muss das Gepäck ausgeladen und das Boot meist über eine Wiese am Wehr vorbeigezogen werden. Hinter dem Wehr wird das Boot wieder zu Wasser gelassen und die Fahrt kann fortgesetzt werden. Wir passieren den Burgstein, eines der schönsten Geotope Bayerns, geschaffen durch die Urdonau vor 5 Millionen Jahren. Die Altmühl entspringt knapp südlich der Wasserscheide zwischen Rhein und Donau und fließt dann hauptsächlich in südöstlicher Richtung. Sie ist der Fluss mit dem geringsten Gefälle in Bayern und gehört zu den langsamsten deutschen Flüssen überhaupt. Früher führte die Altmühl oft im Spätwinter Hochwasser. Doch durch den Bau des Altmühlsees wird das Hochwasser der oberen Altmühl seit dem Jahr 1985 abgefangen und im Laufe des Jahres langsam über die Regnitz zu dem wasserärmeren Maingebiet abgeleitet. Schon lange bevor man Eichstätt erreicht, dominiert die auf einer Bergzunge in einer Altmühlschleife liegende Willibaldsburg den Blick. Die erste Anlage wird bereits 1070 erwähnt, aber erst ab 1355 begann der Ausbau zu einer wehrhaften Residenz der Bischöfe von Eichstätt. Eichstätt ist der Hauptort des Altmühltals. Zwischen 80 und 260 nach Christus war Eichstätt Teil der Provinz Raetia und beherbergte die kleine Römersiedlung Villa Rustica. In dieser Zeit verlief der Limes nördlich von Eichstätt, bis sich die Römer wieder über die Donau zurückzogen. Die neuere Geschichte beginnt mit Bonifatius, der um 740 ein Kloster baute und zum ersten Bischof von Eichstätt wurde. Am besten betritt man Eichstätt über die Spitalbrücke mit der Figur des heiligen Nepomuk von 1725. Prägend ist die Stadtfassade zur Altmühl mit dem ehemaligen fürstbischöflichen Kanzleigebäude. Im Norden erkennt man den Turm des Klosters St. Walburg. Die heutige barocke Gestaltung des Residenzplatzes geht auf den Hofbaudirektor Maurizio Bidetti zurück. Der Platz wird im Südwesten von einer rondellartigen Häuserzeile begrenzt, in der sich heute verschiedene Behörden befinden. Fürstbischöfliche Residenz. Zentraler Punkt des Residenzplatzes ist der Marienbrunnen, der in den Jahren 1777 bis 80 entstand. Den Domplatz beherrscht eine neuromanische Löwensäule. Der Eichstätter Dom geht auf eine erste Steinkirche aus dem 8. Jahrhundert zurück. Die heutige Kirche entstand im Wesentlichen in der Hoch- und Spätgotik. Zuletzt wurde 1718 die barocke Westfassade gebaut. Das Portal des Domes zeigt reichen, bemalten Skulpturenschmuck. Zentral dargestellt ist die Krönung der Gottesmutter Maria. Das knapp 100 Meter lange und 20 Meter hohe Langhaus präsentiert sich heute nach verschiedenen Maßnahmen der Regotisierung eher schlicht. In den neugotischen Hochaltar wurden die Holzfiguren des früheren spätgotischen Flügelaltars integriert. Der dritte bedeutende Platz im Zentrum Eichstätts ist der Marktplatz mit seinem mittelalterlichen Gebäudeensemble. In der Mitte steht der Willibaldsbrunnen. Da der Campingplatz von Eichstätt am Ortsende liegt, können wir vom Wasser aus einen letzten Blick auf den Eichstätter Dom werfen. Nach einer eher kalten und nassen Nacht bauen wir das Zelt in Eichstätt ab und lassen unser Boot zu Wasser. Die vierte Etappe führt uns über 23 Kilometer von Eichstätt nach Kipfenberg.
Nur 8 Kilometer flussabwärts von Eichstätt liegt die 100-Einwohner-Gemeinde Inching. Bereits 1055 erstmalig urkundlich erwähnt, befindet sich Inching noch heute in den Grenzen seiner historischen Bebauung. Die katholische Filialkirche St. Martin aus dem 11. Jahrhundert ist bis heute ursprünglich erhalten, da sie nie umgebaut wurde. So ist der Kirchturm noch in seiner ursprünglichen Form als Fluchtturm ausgeführt. Am Ortsrand liegt eine Dorfkapelle aus dem 19. Jahrhundert. Das Schloss Inching stammt aus dem 17. Jahrhundert und war ursprünglich der Sitz der Herren von Inching. Anschließend führt uns der Weg durch die Gungoldinger Wacholderheide, ein 72 Hektar großes Naturschutzgebiet mit wärmeliebender Vegetation, wie Wacholder, wilde Rosen, Schlehen und Eisdorn. In den felsigen Regionen hat sich zwischen den Kalkfelsen eine Steppenheide entwickelt. Die Gungoldinger Wacholderheide entstand im Mittelalter durch Waldrodung und Schafbeweidung. Überall am Uferrand sitzen Bachstelzen mit ihren typischen wippenden Schwanzbewegungen. Schwalben suchen über dem Wasser nach Insekten. Endlich taucht in der Ferne die Burg Kipfenberg auf. Zu Füßen der Burg liegt der Ort, welcher erstmal 1266 urkundlich erwähnt wird. Burg und Ort fielen 1301 an das Hochstift Eichstätt. In Kipfenberg überquerte der römische Grenzwall Limes einst das Altmühltal. Jedes Jahr vor dem Osterfest bauen die Bürger der Stadt auf dem Marktplatz einen besonders sehenswerten Osterbrunnen auf. Die letzte, nur 11 Kilometer lange Etappe führt von Kipfenberg nach Kinding. Zum Abschluss unserer Kanufahrt sehen wir, wie ein Biber einen Zweig abtransportiert. Die Landschaft ist immer noch sehr altmühltypisch, aber der Fluss wird zunehmend breit und träge.